Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Videoserie namens Firefighting Simulator The Squad mit unseren Feuerwehrleuten Christian, Sebastian. Das Spiel geht ein bisschen gegen meine Natur, muss ich sagen. Das stimmt allerdings, du musst hier Feuer ausmachen und nicht legen. Dofi meldet sich zum Ding. Ey, geil. Wer fährt jetzt? Wer fährt? Ich glaube, ich fahre. Ich stehe noch hier drin. Wie? Was? Auch nicht. Peter, ja, fahr mal, Peter! Der Einsatzleiter ist schon weg. Peter, komm mal zu mir! Ja, geht nicht. Wie kann ich denn wechseln? Ich will fahren. Seid ihr im Auto? Seid ihr im Auto? Bill. Ich glaube, wir sind ja vier Leute. Ich glaube, Bill, der fährt nicht. Bill will nicht. Tabulator. Nee, ich fahre, aber die Frage ist, seid ihr im Auto? Ja klar. In den anderen. Oh Mann, ey, jetzt sind wir viel zu spät. Ja, jetzt bin ich bei Peter. Jetzt bin ich bei dir, Peter. Oh, wie fährst denn du? Alter, Schnauze! Ich mach Sirene an. Ja, aber auf der richtigen Seite, natürlich, bitte. Natürlich, Sirene an. Gott. So, da, guck mal, schöne Rettungsgasse. Die ignoriert Peter natürlich konsequent. Was hast du denn gemacht? Ich habe uns zurückgesetzt. Wo ist denn hier eine Rettungsgasse? Die haben da eine gemacht. Hättest du vorbeifahren können? Nee, die haben eine Rettungsgasse gemacht. Also, bevor du zurückgesetzt worden bist. War geil, hast du nur eine Hupe. Na, guck mal, der Feuerwehrwagen kommt aus Deutschland. Rosenbauer. Ja, wir sind aber nicht in Deutschland. Wir sind hier, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo wir sind. In Amerika. Das ist Kalifornien, Peter, das sieht man doch. Okay, wir sind in Kalifornien. Ja, aber das ist. Der Firefighting Simulator ist eine Simulation. Peter, rechts ist Wüste, links sind Seen und grünes Gras. Wo könnte man sonst sein? Also, wir drei versuchen jetzt hier ein Feuer zu löschen. Da vorne ist unser Mate mit seinem Feuerwehrwagen. Wir holen den noch auf, das ist ein Rennen jetzt. Ja, mindestens. Kannst du nicht um die Ecke crashen? Boah, das war knapp. So. Wie weit ist denn weg, Alter? Bis jetzt sind ja schon alle verreckt. 3 Kilometer, Peter. Stimmt, wieso? Moment, sind das Meter? 3000 ja. Meter? Und darüber ist Meilen pro Stunde? Das ist ja schon 3000 Meilen. Alter, mit Lichtgeschwindigkeit. So, ich kann dir helfen. Wir sind ungefähr 6 Stunden da. Okay, dein Lichthub ist aber nicht zulässig. Oh, the fire has begun to spread. Guck mal, den kriegen wir da vorne. Ja, sicher kriegen wir den. Von euch fährt aber keiner, ne? Ihr seid beide bei mir drin. Wir sitzen hinten drin. Aber wir haben erst in dem anderen Auto gesessen und dann sind wir teleportiert worden. Jawohl, links überholen. Jawohl! Abgezockt, die Sau! Jetzt dräng ihn weg. Ja! Ha, der ist verunfallt, der Idiot. Ist er echt verunfallt? Ich fahre in Ego-Perspektive, okay. Ich hab mal nach hinten geguckt. Wait, man kann die Kamera ändern. Oh lol, wenn man auf 10 ist, der hinter dem Beifahrer sitzt, fällt mir gerade auf. Oh, hallo. Oh Gott. Ich fahr mit Controller. Das ist ein bisschen schwierig, sich umzugucken. Okay, die Hälfte Alter. Haben wir geschafft, Peter. Ja, ey, ohne Witz. Sollen wir wieder umdrehen? Das lohnt sich doch auch nicht mehr jetzt. Wie viel Platz haben die da immer zwischen ihren Feuerwehrstationen und Häusern? Als ob du hier in je. Also überall. Oh, ich seh's! Feuerwehrstationen. Wo denn? Vor links. Fahr einfach querfeld ein, das ist schneller. Oh nee, Alter. Muss ich jetzt links? Festhalten, Handbremse. Boah, die Bremse von dem Ding ist ja mal der Shit. Ja, das ist gut ausgestattet, die Karre. Okay. Also, ich fahre jetzt zwischen euch hier durch. Alter, LKW, Junge! Wie Traffic Incident! Accident! Quatsch! Abzug in der B-Note, Peter. Ach, Quatsch. Ja, weil der LKW keinen Platz machen wollte. Ich finde das aber schön, dass so ruhige Dudelmusik im Hintergrund läuft. Ich höre gar keine Musik, ich höre nur 400 Meter noch. Sehr gut. Fast Driving Time expired. Ja, okay, weil ich am Anfang nicht wusste, ob ihr drin seid oder nicht. So, jetzt sind wir da. Guck mal, Hauptsache, wir sind als erstes da. Oder links. Ja, sind wir ja nicht. Peter, so langsam war. Zurücksetzen, Peter! Zurück, Peter! Alter. Du bist nicht in dem Ding. So, ah, ja, jetzt Exit. Da brennt doch. Ach doch, da. Okay, Electrical Fire. Find the Fuse Box. Ich suche die Fuse Box. Die Garage ist größer als das ganze Haus. Ich will nicht löschen. Fuck. Ich weigere mich zu. Weißt du, was in so Strategiespiel, dass du einen dabei weißt, der benutzt keine Handfeuerwaffen, weil der ist so ein peace-loving Typ, aber eigentlich geht es ums nackte Überleben. Ich mach keine Feuer aus. Okay, dann heißt, du musst dann die Fuse Box suchen. Ich mach den restlichen Schritt.
Da ist doch der Pool. Warum Sepp, oder wir schließen wir schon mal alles an. Intro-Video, was soll das? Achso, Moment, ist schon angeschlossen, oder? Hier, warte mal, mach mal alles auf hier erstmal. Ich hab ne Axt, ich geh schon mal rein hier. Nee, warte mal, ich warte auf dich. Oh ne, Extinguisher, die kann ich gar nicht. Pry-Tool, jawohl. Hier, ich kann jetzt hier einen Schlauch nehmen. So, ich hab Pry-Tool. Hast du den denn angeschlossen? Warte mal, ich hab die jetzt hier hingelegt. Leute, ich geh rein. Trick Attack House. Ja, du bist ja auch ein Bulli. AI Shotcuts. Nee. Break Lock Door. Mal, Christian geht schon rein. Ich dachte, du machst nix. Bam. Christian, ja, klar, Tür aufmachen kann ich ja wohl. Boah, ganz schön viel Rauch hier drin. Attack. Ach, du suchst den Elektrikkram da drin oder was? Ja, und ob eventuell noch Leute drin sind. Hallo? Der Feuer darf nicht rechts auf die Garage. Hier sind explosive Fässer drin. Okay, was steht hier? Don't let fire spread. Christian, mach mal alle Fenster auf, hier ist richtig rauchig drin. Die Fenster? Ja, das ist eine gute Idee, beim Feuer immer so eine Nozzle her. Ja, damit der Rauch rausgeht. Ey, Peter. Hier ist ein Victim. Einmal bitte den Victim wegtun. Ey, Peter, ich hab eine Nozzle. Was mache ich damit? Ja, musst du anschließen. Ja, guck mal. Dein Schlauch ist noch nicht angeschlossen, Peter? Peter, hier, doch, mein Schlauch ist angeschlossen. Hier, ich hab ne Ja, was machst du denn für ein Bullshit, Alter? Ja, da kommt nichts raus. Ja, weil du deinen Schlauch nicht angeschlossen hast. Ah, der ist gar keine Frau, das ist ein Typ. Welchen Schlauch muss ich denn da anschließen? Du musst mich ein bisschen einleiten, das ist mein erster Tag. Ja, du musst den roten Schlauch anmachen, ah, ich hab anbringen. Das an den Oh, Leute, das macht einen Unterschied. Jungs, drück mal F. Was passiert denn bei F? Machst du deine Taschenlampe an. Also. Ja, guck, geht doch. Sehr ja, gut. Nachdem ich wusste, dass ich in den roten muss. Wollt ihr nicht erst die Electricity ausmachen, bevor ihr da mit dem Wasser reinhaltet? Ja, doch. Wie kann ich das Ding denn jetzt wieder ablegen? Scheiße. Hier, einfach durch die Fenster rein. Christian, mach mal hier bitte die Fenster auf. Nee, ich geh jetzt die Electricity, die Fusebox suchen. Okay, ich hab die Fenster einfach mit Wasser aufgemacht. Das ist eh viel besser. Ganz schön, ich hab die Electricity gefunden. Okay. Ich brenne. Wieso wird das mehr? Ich lösch doch. Ja, ich hab die Electricity ausgemacht, ihr Chaoten. Ich hab mal die Hintertür aufgemacht. Also ich lösche und es wird einfach mehr. Wo waren die Electricity? Die war im Flur einfach. Christian, du hast so eine Axt, kannst du mal herkommen hier draußen? Ja. Ich muss hier mal einen zweiten Eingang haben. Hä? Hier, die Fenster einschlagen. Hast du die nicht kaputt gemacht? Ne, hier vorne, hier ist so ein Open Window, smash it with, keine Ahnung was. Ne, du hast ein Brecheisen, du brauchst eine Axt. Glaube ich. Ne, kannst auch mit dem Brecheisen kaputt machen. Ja, ja. Aber das geht nicht immer. So. Dann halt mal drauf. Ich hole mir auch mal so ein Decke haben wir schon mal gelöscht. Ja, das schon. Quench Living Room. Ah, ich brenne! Ja. Ich, ja, ich glaube, da bin ich gerade schon dabei. Gebrannt. Oh Gott. Ja, du hast nicht ins Feuer laufen. Feste Kleidung. Ja, ja, beide so einen Schlauch. So einen roten Schlauch, ja. Gibt's da noch mehr Victims? Willst du vielleicht noch im Haus mal kurz gucken gehen, Christian, ob wir vielleicht hier... Warte mal, der Nebenraum brennt, Peter. Der Nebenraum brennt. Oh, die rechte Garage darf auf gar keinen Fall brennen. Ja, das ist fast da. Ja, dann mach das doch mal weg da. Ja, weißt du, dein ganzer Gang brennt hinter deinem Arsch. Echt? Ja! Der ganze Flur brennt. Soll ich vielleicht mal rauskommen? Nee, jetzt kommt auf jeden Fall nicht mehr raus. Mach das aus. Also, ist okay. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das Feuer sich schneller verbreitet, Nein, als dass ich mach dich das schon. Das ist ja ein ewiger Kampf. Ich hab alles unter Kontrolle. Der ewige Kreis. Ist das hier ein Fenster? Hä, warum? Ey, das können wir besser abbrennen, das so neu bauen. Das lohnt sich gar nicht mehr hier. Ja. Der Rauch auch mal raus kann. Wir könnten übrigens, also wir könnten Bill noch sagen, dass der löschen soll, ne? Echt? Ja, Bill, lösch mal, Alter. Achso, warte mal. Attack fire with AI shortcut. Oh, scheiße, ich hab dem gerade potenziell gesagt, der soll ins Feuer laufen. Nee. Oh, er kommt. Läuft? Wirklich? Der kommt wirklich. Was macht ihr denn da? Er steht Bill! Peter, Bill! Peter, Bill steht in Flammen! Bill, stirbt. Tut mir leid, Bill! Nein, Bill! Komm raus, ich lösch dir den Arsch weg! Ich geh mal raus, oh mein Gott. Ich geh mal raus, Bill. Und sagst du, wir sollen hier so einen Schlauch nehmen. Komm mal her, Bill, ich rette dich. Ist hier noch so ein Schlauch frei? Ja, ein so ein roter Lichter, glaube ich, noch am Boden. Da können wir bitte mal... voran. Okay, Bill,
läuft die ganze Zeit Feuer. Ich hätte mal so eine Frage, ja? Wieso gibt's das Supply und Tech House? Ja, die Supply House, die machst du an den Versorgung. Ja, wow. Genau. Und die Tech House machst du an den Wagen und dann machst du da noch so eine Nuzzle dran und dann kannst du damit. Eigentlich? Ja, das ist schwierig. Hä, weißt du, ich hab hier das halbe Haus schon gelöscht und bimmelst denn am Fernseher rum. Alter, ich hab hier auch schon das halbe Haus gelöscht, dann müssten wir ja eigentlich fertig sein. Ja. Okay, der braucht erst. Was passiert da oben rechts bei meiner Anzeigekarte, bitte? Can't reach. Also, wie kann ich dem denn so ein Ding hier geben? Was willst du dem geben? Ja, so eine Attack Hose. Liegt die am Boden? Ich hab eine in der Hand. Nee, du musst ja am Boden legen. Wie leg ich die denn am Boden? Ja, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Was anderes nehmen. Nimm was anderes, dann schmeiß halt runter. Nimm wieder deine Brechstange. Nee, gedrückt halt. Ja. Das ist voll eklig, unter der Maske zu rülpsen. Ja, guck mal, hat doch geklappt, easy game. Oh mein Gott, Leute. Was ist los? Ich habe gerade erst die Säge gefunden. Oh nein! Wir brauchten aber keine Säge. Doch, für die Fenster. Natürlich brauchen wir eine Säge. Da hörst du? Das war ja schon mal ein chaotischer erster Einsatz. Er ist niemand zu Schaden gekommen, außer Billy. Der ist ein bisschen verbrannt. Gab keine Leiche, gab nur gerettete Menschen. Ach so. Mal hier, 3 Achievements gab es. Medium, Challenge-Bonus. Wir haben Challenge-Bonus gekriegt. Alter, wir haben 500 Liter fast verbraucht. Das ist ganz schön schlecht für die Umwelt. Ja, okay, aber so ein Feuer ist auch schlecht. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ja. Was passiert denn jetzt? Okay. Das nächste Mission. Nächster Einsatz. Seid ihr jetzt wieder rausgeflogen? Nee, wir sind in der Lobby. Du wählst jetzt wahrscheinlich. Aber können wir bitte Bill austauschen gegen den Weihnachtsbaum dahinter? Ich glaube, der ist effektiver. Also wir müssen Bill, glaube ich, auch hier Befehle geben. Bill macht nichts von sich alleine. Ja, okay. Christian ist jetzt Bill-Beauftragter. Okay. Bill-Beauftragter. Du bist der Ausbilder. Oh. Oh mein Gott. Komm, nächste Mission direkt. Besser wird's heute nicht mehr. Down the hatches oder was? Was ist eigentlich der 360-Grad-Check? Ja, Moment, viel wichtiger ist, wie machen wir das jetzt am Anfang mit losfahren? Ich habe das Gefühl, da. Peter fährt einfach. Gefühl, ja, aber ich sitze schon wieder im falschen Auto. Ich sitze nicht in dem, was losfährt. Ja, aber das synchronisiert erst. Aber beide sind losgefahren. Ich glaube, das synchronisiert erst noch. Okay, ja. Weil eins steht noch hier hinten. Boah, die Grafik ist eigentlich ganz gut von dem Game. Das ist halt die Unreal Engine. Gibt's Nitro? Vielleicht können wir, Peter, ich habe eine Idee. Wir können anschließen, nach hinten halten und dann Wassermarsch machen. Das müsste uns eigentlich auch ein bisschen Boost geben. Ja, aber wir haben ja kein Wasser. Klar haben wir Wieso Wasser? Bist du langsam? Also, wieso bist du nicht schneller als der? Ja, ich gebe Vollgas, Alter. In einem Feuerwehrauto ist doch Wasser. Oh, jetzt innen einstechen. Vorsichtig, da kommt ein Auto. Oh, oh. Oh mein Gott. Ja, guck mal, mega Überholmanöver hier. Ja. So, oh Gott. Alter. Oh. Shit. Sorry. Big accident. Ja, egal. Peter, die ist einfach weitergefahren. Also, das war nur ein ganz kleiner Kratzer. Oh nein! Was ist jetzt los? Peter zurückgerutscht. Ja, die Taste für zurücksetzen ist fast die gleiche wie Kamerawechsel. C und was ist zurücksetzen? Also ich spiele mit Controller. Also, einmal den linken Trigger reindrücken und einmal den rechten Trigger reindrücken. Das ist fast der gleiche. Wir sind auch direkt nebeneinander. Halt einen Trigger reindrücken. Okay. Wir können das noch schaffen, dass wir schnell sind. Oh Gott, da vorne wird wieder ein Engel. Wait, aber wie lange haben wir denn dafür Zeit? 2 Minuten oder was? Ja, weiß ich nicht. Hier, dann mach mal die Sirene wieder an, damit die hier wegfahren. Ja, wieso waren die aus überhaupt? Sind die Emergency Lights auch aus? Ja. Jetzt sind die an. Hörst du nicht, dass jetzt sind die aus. Sirene ist wieder aus. Jetzt sind die an. Hä? Ja, und die Sirene. Aber jetzt die Sirene aus. Ja, jetzt. Super. Ich hörst jetzt du noch beides. Oder? Ja, ich sehe das Feuer auch schon. Rechts. Ja. Da ist ein Stoppschild. Ja, da ist ein Problem. Stoppschild, Alter. Wir sind die Feuerwehr. Also du verlierst ja nur deinen Lappen, nicht ich. Ja, dann musst du dann nächste Runde fahren. Muss ich eigentlich mal fahren? Ich will, ja genau, ich will mal einfach Beifahrer sein und kritisieren. Der Einsatzleiter selber fahren. Hier fährt der Einsatzleiter wenigstens noch selber was. Ja.
Das ist wie erste Klasse Behandlung hier für die armen Opfer dieses Feuers. Oh, wir fahren zum Industrial Park. Nächste links. Ich hätte ja schon eigentlich wäre es ganz geil, wenn man auf der Map noch gucken müsste, wo man hin muss. Ja, das stimmt. Da könntet ihr mich anleiten quasi, wohin mit mir. Oh mein Gott, still unaccounted for. Die Familienmitglieder, keine die Ahnung, wo die sind. Ja, die hole ich da raus. Ich hole mir direkt da so eine Säge. Nein, du bist Müllbeauftragter, nicht Sägenbeauftragter. Was ist denn Chainsaw? Eine Säge. Ey, da steht nicht, dass die Familie in einem Stück daraus kommen wird. Das ist auch viel handlicher so. Aus dem Weg! Ja, oh, ich kann nicht gedrückt halten. Ja, genau. Man, er ist mir zu unangenehm. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich damit, dass man schnell sein kann? Ja, also das weiß ich nicht, aber noch haben wir nicht versagt. Schön! Und rein in die Olga! Guck mal, besser geparkt als jetzt. Alter, war das awesome. Jetzt gucken wir erstmal wieder 5 Minuten das ganze Ding an. Dann heißt, ich nehme jetzt so ein Pry-Tool und sag Bill, ja, wie mache ich denn das? Soll ich Bill dann so eine Hose in die Hand geben oder wie funktioniert das? Ja, probier mal. Ne, musst du vorher einen Schlag. Alter, ich sehe noch dieses Video. Mach das Video weg. Nein, das gucke ich mir jetzt hier ganz in Ruhe an, damit ich diese Lage mal einschätzen kann. Das brennt doch. Wieso brennt da eigentlich gar nicht? Du kannst über das Dach rein, über die Leitern. Das brennt gar nicht. Ich gehe nach oben. Brennt denn das? Wait, hat Bill schon die Supply Line angemacht? Ja. Alter, Bill ist voll gut, während wir uns hier noch dieses Video angucken. Okay, jetzt wird's Zeit für Taglines. Davon brauchen wir mindestens zwei, wenn nicht sogar noch mehr. So. Hä? Attack. So, Bill. Was soll Bill denn machen? Gib dir mal eine Crowbar. Okay, Bill hat eine Crowbar. Ja, okay, wenn Bill eine Crowbar hat, ist schon mal gut. Manchmal ist da so Unterdruck quasi, ne? Und dann explodieren die Sachen, wenn du die Tür aufmachst. Hey, deswegen Scheiße. Ist es vielleicht smart, Bill Haus? Vorzuschicken. Okay. Ja, ja. Okay, die Haustür kannst du vergessen. Da müssen wir mit dem Schlauch rein. Ja, was ist das schon so viel los? Soll ich die mal auf? Erstmal müssen wir die Familienmitglieder suchen. Ich mach euch die unten mal auf die Tür, dann könnt ihr hier schon mal löschen. Ja. Ich geh mal hoch. Ah, nee. Oh, da kommt er. Oh Gott. Christian, kannst du oben die Fenster einschlagen? Ja, ich geh mal hoch. Oh, weil Scheiße, du musst das Window auf jeden Fall, das Window ist verschlossen. Ich hole mal kurz was. Bill, Junge! Was hat Bill in der Hand? Nee, da ist, ich sehe eine bewusstlose Person. Da, zack. Ja, da rein. Wie komm ich hier jetzt rein? Da, Traverse Window. Ich kann Bill übrigens nie sagen, dass der hier irgendwie. Ich bin drin! Was machen soll. Das Feuer ist unten, Sepp. Ja, aber das kommt doch hoch. Oh, hier ist eine Leiche. Nee. Das sind keine Leichen, das sind bewusstlose Personen, das Feuer ist unten. Aber wenn ich die Tür schließe, sieht den keiner, ne? Ja, der Schlauch ist hier ein bisschen verknickt. Aber ich habe jetzt den Schlauch und eine Person, Alter. Ich bin einfach fucking Hulk. Hast du Bill jetzt mitgenommen? Wie hast du das denn gemacht? Ja, keine Ahnung, der folgt mir, der Dulli. Alter, guck dir das hier rum an. Guck mal hier. Guck mal da draußen. Guck mal hier in die Leitung, guck dir das mal an. Ich glaube, ich habe einen Knoten in der Leitung. Also, ich weiß nicht, das sieht aber nicht richtig aus. Ihr habt 3 Attack-Poses angeschlossen. Wieso sehe ich denn nur 2? Wo ist denn die dritte? Eins habe ich hier und damit mal jetzt den Eingang. Bill, geh mir die auf den Sack. Wo ist denn die zweite? Der Sepp hat eine noch in der Hand. Ich weiß, da oben und jetzt weiß ich, wo der dritte auch nicht ist. Ja. So, Bill, mach mal was Sinnvolles, Alter. Was passiert, wenn ich dich jetzt dahin schicke? Okay, ich bin oben. Oder geht halt echt ins Feuer. Geh mal wieder raus, Bill. Das ist keine gute Idee. Wie ist die Lage oben? Oben ist gut. Ich lösche jetzt das Treppenhaus. Also auf halben. Wir haben noch eine Victim trapped in der Kitchen. Ja, wo ist die Kitchen? Ich schon. Keine Ahnung. Okay. Alter, ist das voll am Brennen hier. Ja, ohne Witz. Er kann das ein bisschen das weniger. Halt. Schießt du von oben gerade? Ne, du bist auch unten. Nee, ich bin im Treppenhaus. Also so auf halber Höhe vom Treppenhaus. Aber das brennt alles recht. Ja, Treppenhaus, also, das müsstest du hier mal so ein bisschen frei machen. Hier komme ich nicht durch. Geil, das Christian, ist so ich bin leicht oben auf dem Treppenhaus. Wie geil ist das denn? Renne? Hast du Victim? Einfach rennen! Alter, wo rennst du gerade durchs Feuer? Alter!
Christian steht mitten im Feuer, Junge! Christian, ich mach dir okay, alles nass. Okay, ist ein bisschen heiß. Macht ich bisschen hab dich gelöscht. Hab dich gelöscht, Christian. Ich hab die Küche nicht gefunden. Oh Leute, man regeneriert ja direkt wieder Leben. Ist ja mega nice. Alter, ich komm hier nicht klar. Weg. Supply Run! Und raus. Wo ist denn die Küche, Alter? Kann das mal bitte nicht so über die Decke brennen? Das ist voll die Bitch, ey. Weißt du, dann löscht es schon den schönen Ruhe unten und die Wände. Scheiße, und dann auf einmal brennt deine Decke. Okay, hab Survivor gefunden. In der okay, Küche. Sehr schön. Treppenhaus ist auch unter Kontrolle. Ich versuche mal Bill zu erklären, dass der auch Scheiße machen soll. Ey Jungs, ihr müsst halt löschen, ich kann ihn nicht tragen, ich muss den hier raus. Also der rennt mir hinterher. Oh oh. Wait, what? Ja, Peter, komm. Warum klärst du denn nicht einfach durchs Wo Fenster? Ist die dritte Hose? Alter, hier ist so dunkel. Wieso habe ich keine Lampe auf dem Kopf? Ich bin fucking Feuerwehrmann! Ja, wenn du F drückst, ich hab eine Lampe. Ja, B im Controller ist Hardcore-Lampe. Alloy! Okay, danke. Alloy, der rennt eben doch hinterher. Ja, nice. Okay. Okay, Christian, also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo du bist, aber. Okay, du bist schon draußen. Okay, alles klar. Ja, der okay, Typ versuch... war doch so clever, durchs Fenster zu klettern. Versuch mal, Bill irgendwie beizubringen, mit einer Hose hier mitzulöschen. Ja, Alter, ich krieg voll Damage. Ich hoffe, der Typ rennt jetzt hier mal. Komm! Attack Fire Command. Rechte Maus und AI Shortcut. Was ist denn AI Shortcut? Dann ist auf dem Controller der Button rechts vom Steuerkreuz. Also der rechte Steuerkreuz quasi. Command First AI. Müsste oben rechts auch angezeigt werden, potenziell, was das für. Alter, wieso müssen die Amerikaner alles aus Holz bauen? Equipment Friendly Extinguisher. Kannst du denn. Vielleicht kann auch nur ich Bill sagen, was er zu tun hat. Weiß was soll ich machen mit dem? Weißt du, was auf der Tastatur die Taste ist, damit er einem folgt? Equip Attack, leider. Ah ja, sehr gut. Sonst hätte ich jetzt hier mit doppelter Wasserpower. Ja, jetzt ist der easy. Okay, also mit 1 kannst du dem sagen, wo du hinguckst, dass er da hinlaufen soll. Ja, und damit aber kannst du auch... Aber wo ist denn die dritte Hose? Ja, dann weiß ich halt auch nicht. Sepp und ich haben jeweils eine in der Hand. Wo die dritte ist, weiß ich nicht. Oh Gott. Gesundheit. Gesundheit. Oh, Peter, wieso ist denn in der Ecke so viel Feuer? Weiß ich nicht. Ich mach mal erst die Tür zu, okay? Jetzt gehen wir hier oben rein. Ja, damit das Feuer nicht rauskommt. Ja, die Holztür machst du dazu. Ja. Also ich finde die dritte Attack-House halt nicht. Kannst du da abmachen und theoretisch eine neue dran machen? Ich glaube, das machen wir mal so. Na Peter, gelöscht. Oh, weiß nicht, ob Sepp damit irgendwie durch die Gegend gelaufen ist und die einfach hat irgendwo liegen lassen. Nicht vom Dach, das macht mehr Schaden, als wenn ihr das Feuer hat. Ich hab das Feuer einfach eingesperrt. Okay, nicht vom Dach springen, alles klar. Peter findet das Feuer nicht, das finde ich gut. Kann die nicht abmachen. Achso, hier ist das. Nee. Ich glaub schon, Alter. Das ist jetzt einfach weg. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss da rein. Ich komm mit. Oh mein Gott. Wie lange hält man so in einem Feuer aus? Du stehst ja nicht drin. Nicht? Das sieht aber hardcore so aus. Auf meinem Bildschirm sehe ich nur Flammen. Dann siehst du alles aus. Ja, fast. Ja, haben wir gemacht. Jetzt habe ich hingekriegt, Fight the Fire. Okay, ich weiß, wie es geht. Sehr gut. Der Bill-Beauftragte weiß für nächstes Mal, wie es geht. Ha, guck mal, ist doch quasi nichts kaputt gegangen, wie schnell wir waren. Ja, das Fenster da. Ja, das Vordach hat gar nicht gebrannt. Ich muss sagen, Team, das habt ihr gut gemacht. Die Victims habt ihr schnell erwischt, schnell weggebracht. Wie da dieser Schlauch total bescheuert quer verteilt ist. Da oben nur ein Schloch. Ist ja bescheuert. Guck mal, Driving Time fast, Mission Time fast. Wie gut wir sind. Challenge-Bonus 750. Alter, die Level-Ups sind real. Ich weiß zwar nicht, was da bringt. 2000 Liter Verbrauch. Ja, von der Grisou, Leute. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die erste Folge von unserer kleinen Videoserie zum Firefighting Simulator. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Morgen geht's weiter. Bis dahin, haut rein. Tschüss.